Hallo schön Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rubin. Heute Wettbewerb. Hallo, wir nehmen auch Anmeldungen. Ja komm, den Scheiß kennen wir ja schon. Okay, cool ist. Wir haben ja bereits schon mal einen Wettbewerb gemacht. Unser Let's Play. Hier ist der Link zum Video. Und jetzt machen wir Superklasse. Die Anfängerklasse war ja nicht besonders schwierig. Superklasse ist ein deutlich schwieriger. Hallo, wir fangen nun mit einem Pokémon Superklasse Wettbewerb Coolness an. Die folgenden Teilnehmer der Pokémon nehmen teil. Zum einen haben wir Krebsilli von Clemens, ein Panzer Aeron. Dann ein Tusker, Kotus von Helmut. Und ein Sadan von Britina. Oder Britta. Ja, und jetzt halten wir noch, ne? Mit unserem Voltensor. Und hier sehen wir die Auswirkungen der Schönheit von Voltensor. Oder der Coolness auch gesagt. Ich glaube, wir haben die volle Bewertung schon am Anfang bekommen. Ja, auch die Bewertung ist nur abgeschlossen. Während die Wische ausgewertet wird, kommen wir zum zweiten Durchlauf. Im zweiten Durchlauf zeigen uns die Kontrahenten die Ausdruckskraft ihrer Attacken. Hoffen wir, dass sie mit ihrer Vorführung uns dem Atem rauben. Hoffen wir auf Enthusiasmus. Lasst die Vorführung beginnen. Okay, wir sind ganz an erster Stelle und greifen. Was heißt sie angreifen? Ich meine und greifen. Jetzt habe ich schon wieder angreifen gesagt. Ich meine, wir benutzen Schockwelle. So, wir kriegen Bonuspunkte, weil wir die Attacke zuerst angesetzt haben. Plus einen cooles Bonus-Sternchen mehr. Ein Herzchen. Und ja, jetzt haben wir gute Chancen. Und der verschreckt uns. Warum verschreckst du uns? Was habe ich dir getan? Mensch. Doppelteam. Er will an die Spitze, oder? Nö. Er schützt sich, aber warum schützt er sich vor Kotus? Ich glaube kaum, dass Kotus mit einer Verschreckattacke angreifen wird. Okay, er greift mit einer Verschreckattacke an. Scheiße. Unser Voltensor startet ihre Tit auf dem Boden, aber die anderen dafür auch. Bis auf Krebsilli, er hat sich geschützt. Und Kotus kriegt, glaube ich, doch keinen. Ach, das ist Warnmut, okay. Gut, wir sind soweit so gut, ganz gut dran. Wir führen, aber jetzt können wir Schockwelle nicht normal einsetzen, weil, ja, aus dem Grund, weil, ja, weil eine Wiederholung uncool kommt, wortwörtlich, und es werden uns zwei Punkte abgezogen, wenn wir dieselbe Attacke normal einsetzen. So, ich spiele jetzt wieder auf einem Eindruck, deswegen Donnerwelle. Oh ne, es war Donnerblitz gerade. Und er steckt in der Reihenfolge auf, scheiße. Na ja, gut, hätten wir Ruckzuckhieb eingesetzt, oder beziehungsweise, ja, Ruckzuckhieb, nee, das war, keine Ahnung, was war das für eine Attacke, die uns an erste Position bringt. Keine Ahnung. er verschreckt, oder? Nee, das verschreckt nicht, schade. Und Ausrufezeichen, die sollen Krebsilli verschrecken. Der ist nämlich eine Gefahr für uns, er spielt auf dieselbe Taktik wie wir. Oh nein, Sandra kann jetzt die Bonuspunkte bekommen. Hoffen wir, dass es nicht so ist. Und er verschreckt. Okay, alle werden einen Punkt. Okay, Kultus springt auf, okay, das ist gut. Oh, er verliert 5 Punkte, nicht schlecht. Er enttäuscht durch Wiederholung. Tja, jetzt sahnt Krebsilli mit seinen Publikumsbegeisterungen in der nächsten Runde ab. Hätten wir Ruckzuckhieb eingesetzt, wäre das nicht so gewesen, aber naja. Gut, dann mache ich jetzt Ruckzuckhieb, damit wir in der nächsten, beim nächsten Mal in erste Stelle kommen. Er schützt sich. Okay. Hätte ich auch gemacht. Er möchte seine Publikumsbegeisterungssternchen oder Herzchen verteidigen. Aber das funktioniert nur einmal, dieses Beschützen. Bei Doppelteam. So, wir sind jetzt auf Position 1 in der nächsten Runde und setzen danach Donner. Nee, wie ist die Attacke? Ne, ihr wisst schon, ne? Schockwelle ein.
Sternschauer. Oh nein, du kommst jetzt nicht an erste Position. Okay, das muss man, ja. Genau, das muss man ja in erste Position machen, damit es Bonuspunkte bekommt. Hab jetzt endlich nicht wieder. So, Krypsili soll aufspringen. Nein. Ah ja, stimmt, der wurde anders geschützt, stimmt ja. Okay, jetzt müsste Krypsili mit uns gleich sein. Aber dafür kriegen wir jetzt halt Punkte. So, und jetzt war Schachwelle. Ausdruck gelingt sehr gut, wenn er als erster vorgeführt ist. So, das müsste uns sehr viel Punkte geben. Dim, 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 dim. Dim. Gut, er setzt Agilität ein. Er will wieder dasselbe machen wie vorhin. Was wir jetzt da gemacht haben. Was? Wiederholung gibt es auch noch? Oh Mann. Okay, seine Taktik ist deutlich besser als unsere. Scheiße. Ja, verschreck ruhig, Krypsili. Autsch. So, und jetzt soll Kotos Krypsili verschrecken. Ach, uns eingeschlossen. Ach, Mensch. Oh, wie viele Punkte. Okay, jetzt werde ich in der nächsten Runde Krypsili verschrecken. Weil Krypsili wahrscheinlich erster sein wird. Und die anderen werden nicht gewinnen. Wir haben schon so einen weiten Vorsprung. Nur noch wir und Krypsili tun es nur noch um den ersten Platz bekämpfen. Und jetzt spiele ich voll auf Verschrecken. Und zwar Donnerwelle. Jetzt sandt deutlich sehr, jetzt sandt er alles ab. Kriegen wir vielleicht. Ach scheiße, wir kriegen keine Publikumsbegeisterung. Da hätten wir noch eine Runde warten müssen. Aber naja, jetzt heißt Verschreckungszeit. Tja, minus 4 Punkte für dich. Weil du dich mit mir anlegst. Oh Mann, jetzt sahen dann die Punkte ab. Ja genau, verschreck Krypsili, so ist es richtig. Ach, mich kannst du dich auch verschrecken. Ach, Wiederholung. Gibt keinen Applaus. Auf was spielt Sand denn eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Und zum wievielten Mal setzt Kotos jetzt Sandwirbel ein? Einfalls los. Na ja, gut, jetzt kriegen alle Minuspunkte. Kotos kriegt sogar mehr Minuspunkte als die anderen jetzt bekommen haben. Der hat dieselbe Attacke zum dritten Mal eingesetzt. Das ist scheiße, sowas. So, okay. Es wird spannend. Ob wir gewinnen, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall wird es sehr knapp sein. Lassen wir uns überraschen. Wir können ja nicht sehen, ob wir gewonnen haben oder nicht. Wir werden uns überraschen lassen müssen. Ja, ihr seht hier nichts. Leider, leider. Ich könnte jetzt speeden, aber wir wollen ja uns noch die Spannung irgendwie noch gönnen. Und wer gewinnt? Panzer Aeron oder wir? Yes! Oh Gott! Wir haben gewonnen! Puh! Wahrscheinlich scheiße knapp. Ich würde jetzt gerne das Ergebnis sehen. Aber wir haben gewonnen. Boah, Hauptzeit, das zählt. Was wäre mehr? Gut, wir sind jetzt unseren Wettbewerbssieger Traum ein großes Stück weiter gekommen. Aber jetzt war es ziemlich knapp. Wir müssen Voltenzo bessere Attacken beibringen. Donnerwelle müssen wir irgendwie verlernen jetzt. Und stattdessen eine bessere Attacke aussuchen. Irgendeine, die vielleicht in Kombination mit einer anderen Attacke ist. Soxuki brauchen wir. Moment, ich schau schnell. Nein, nicht das. Das ist Attacken verändern. Nein. Ah, zurück. So. Nein, nicht das. Hier, so. Donnerblitz. Donnerblitz könnte man mit Regentanz kombinieren. Davon muss Donnerwelle halt leiden. Ich glaube Donnerwelle. Ich weiß nicht, ich möchte lieber eine Verschreckattacke haben. Und zwar eine, die besser ist als Donnerwelle. Schade, dass ich jetzt nicht weiß, ob das eine
Ich versuch's mal mit Raub. Vielleicht ist Raub eine Verschreckattacke. Eine bessere, muss ich sagen. So, mal schauen. Raub ist eine Stärkeattacke. Okay, Ausdruck gelingt so gut wie der Vorgänger. Naja, die in der Hyperklasse werden sehr viel auf Herzchen spielen, auf Vorlegen. Da wäre das eigentlich gar nicht so schlecht. Was ist ein Eisenschweif? Mal schauen. Eisen. Oh, perfekt. Sowas stelle ich mir vor. Irritiert das vor der Pokémon sehr stark. Genau das bringe ich jetzt Adana Voltenzo bei. So, und Voltenzo lernt Eisenschweif. Sehr schön. Gut, ich hoffe, Eisenschweif steht in keinem Move drin. Wenn doch, dann müssen wir halt die Attacke irgendwie... Naja... ersetzen durch eine andere Attacke. Okay, jetzt fliegen wir nach Graffitpot City. Und stellen uns der Hyperklasse, die wir damals in unserer Vielletzbille nicht geschafft haben. Wegen einem Carbador. Und ja, ich habe ja euch gesagt, kein Part ohne einen Kampf. Und hier ist dieser Kampf. Okay, wir machen es episch. Toxin. Tja, Kopfnuss funktioniert nicht. Was willst du jetzt machen? Hm? Willst du dich bei deiner Geradax-Mutter ausheulen? Okay, und jetzt das Schutzschild. Jetzt können wir nur warten, bis das Gift Zigzags allmacht. Ich werde es bieten, weil das soll ja eigentlich nur unser Kampf sein, den wir in diesem Part machen, weil wir machen ja in diesem Part eigentlich ja nur Wettbewerb und sonst eigentlich nichts. So, das ist der Kampf für diesen Part ist gemacht und es geht in die Hyperklasse. Hallo, wir nehmen auch Anmeldungen für die Hyperklasse. Wettbewerb Pokémon entgegen, ja. Nein, was habe ich jetzt gewählt? Wahrscheinlich habe ich jetzt... Ach so, scheiße, das war richtig. Ah, Kuhmist ist immer an erster Stelle. Okay, Voltenzo, komm her. Das Pokémon ist die Nummer 4. Bitte folge mir und viel Glück. Das werden wir auch brauchen. Wahrscheinlich werden wir verlieren. Wir haben das ja noch nie geschafft in einem Let's Play. Privat habe ich es schon mal geschafft. Das erste ist Pepe Pelipper von Lutz. Das zweite ist... Blasni Blanas von Gabi. Das dritte. Schwallo von Ilse. Schwolbus. Oh scheiße, ich hatte in Erinnerung, dass es auch stark ist. Das Spiel auf Aeroas und Notsituation, glaube ich. Also auch sowas ähnliches, was wir machen. Das ist schlecht. Eieiei, also wir werden. Also eine ziemlich harte Konkurrenz jetzt im Feld. Ich frage mich, ob wir es schaffen werden. Okay, ja, wir sind an erster Stelle. Das passt ja eigentlich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut, Schockwelle. Gut, jetzt hoffe ich nur, dass wir nicht verschreckt werden. Ja, jetzt haben wir schon die Hälfte der maximalen Sterne, die man in einer Runde bekommen haben, bekommen. Oder? Kommt da noch eins dazu? Egal. Er schützt sich mit Weißnebel. Er befürchtet wohl, dass er verschreckt werden könnte. Oder er möchte eine Kombi machen. Er holt sich einen Stern, um immer extra Herzchen zu bekriegen. Okay, das ist interessant, was die da machen. Und er setzt sich an die erste Spitze, oder? Nee. Okay, wir führen gerade, also es ist gut. Jetzt haben, also momentan würden wir diesen Wettbewerb gewinnen, aber ich frage mich, ob das so bleiben wird. So, Ruckzuckhieb. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommen wird, deswegen Ruckzuckhieb. Damit ich ganz sicher im nächsten Zug in erster Stelle bin und wir dann Donner, meine Schockwelle einsetzen können. Und vielleicht sogar den Publikumsapplaus bekommen, wenn wir Glück haben. Eros, er kommt. Oh, ich dachte schon, der geht jetzt auf Position 1. Oh nein, jetzt kriegt Pippi die Bonuspunkte. Oh, Hyperstrahl.
Das tut weh. Das tut weh. Seit wann kam Pelipe überhaupt Hyperstrahl? Was hat denn der seinem Pepe gegeben? Das arme Pokémon. Na naja, gut, dafür muss er aussetzen. Nein, und kriegt Publikumsapplaus. Scheiße. Und blasen die Sets Klingensturm ein. Keine Ahnung, was es bringt. Ja, jetzt auch wieder eine Kunstattacke. Also Pepe hat es richtig abgesandt. Eieiei. Bitte, bitte, bitte. Dafür sind wir in erster Position. Und Pepe muss aussetzen. Und wir können jetzt ganz ohne Gefahr Schockwelle einsetzen und können Pepe dadurch einholen. Pepe, so heißt auch ein Fußballer, oder? Dim, 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 dim. Und Punkt her. Yay. So, du musst aussetzen. Selber schuld. Und er holt sich einen weiteren Stern. Und er kriegt noch einen Publikumsapplaus. Oder? Nee, doch nicht. Okay, gut eigentlich. Agilität, es geht eher an erste Stelle. Gut, dass wir zuvor, ja, gut, dass wir es vorher so gemacht haben, dass wir jetzt vor ihm an erster Stelle waren. Ansonsten wäre es ziemlich blöd gewesen. Und wir könnten Publikumsapplaus Begeisterung im nächsten Zug bekommen. Weil Schwallow setzt jetzt wahrscheinlich eine Coolness-Attacke ein und dann würden wir dadurch die Bonuspunkte kriegen. Ich probiere es mal mit Eisenschweif, weil Schwallow, glaube ich, absahnen wird. Oder soll ich Ruckspeed machen? Ich setze mal Ruckspeed ein. Und hoffe, dass es klappt. Gut, er setzt eine Coolness-Attacke ein, das ist sehr schön. Und wir kriegen jetzt den Publikumsapplaus. So, und kommt zudem noch an erste Stelle. Also wir könnten das echt jetzt schaffen. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es sogar. 1, 2, 3, 4, 5. Nicht verschrecken. Nein, kein Hyperstrahl, du Scheißteil. Ich hasse Pelipper und Wingulls und die ganzen Viecher. Aha, du schreckst auf. Wir aber auch. Ist ja egal. Du setzt aus. Lars nicht sagen, ist wahrscheinlich ab, weil er immer zwei Sterne Bonus kriegt, wegen seinen zwei Konditionssternchen. Sondersensor. Er verschreckt Pepe, das ist sehr gut. So stelle ich mir das vor. Ja, sehr schön. Jetzt schaffen wir es sogar. Ich müsste jetzt kein Szenario, wie wir jetzt verlieren würden. Wir haben jetzt einen sehr hohen Vorsprung und wir werden unseren Vorsprung jetzt auch noch ausbauen. In der letzten Runde mit Schockwelle zum krönenden Abschluss. Also Voltenso, Schockwelle. Dam, da, 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 an der Spitze engagiert sich noch mehr. Und es gibt noch ein paar Bonuspunkte. Oh scheiße, einer kann den Publikumsapplaus absahnen. Blasny wird es vielleicht sein. Okay, Schwallow spielt nur auf Agilität. Aber ich glaube, Blasny wird nicht mehr schaffen zu gewinnen. Weil Blasny schon so einen Rückstand hat, das ist nicht mehr aufholbar. Und er killt sich selber mit Explosionen. What the f. Seit wann kann Blasny überhaupt Explosion? Oh oh. Oh. Oh Gott, zum Glück war es keine. Oh, zum Glück war es kein Publikumsapplaus, sonst hätten wir noch ein riesiges Problem am Schluss bekommen. Oh, aber wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben diesen Wettbewerb noch klarer gewonnen als die Superklasse. Und beim Saphir-Skill haben wir es überhaupt nicht geschafft nach drei Versuchen. Und hier schaffen wir es beim ersten Versuch. Also. Ja, ich habe dazugelernt. Hätte nicht gedacht, dass es so glatt läuft in diesem Part bis jetzt. Ich dachte, wir brauchen da jetzt für Superklasse mehrere Parts und für Hyperklasse auch noch. Aber wir sind jetzt schon in der Masterklasse. Das ist sehr schön eigentlich. Und wir haben gewonnen. Jetzt warten wir noch auf das Ergebnis. Und hier ist unser Sieger. Unser cooles Voltenso. Also, wenn das keine cooles ist. Jawohl. So, jetzt fehlt uns nur noch die Masterklasse. Dann haben wir die Wettbewerbe erledigt und kriegen ein Porträt. Bitte schön, hier ist dein Preis. So, okay, ich werde noch einen Wettbewerb machen und dann beende ich den Part. Hoffentlich schaffen wir es. Das wäre dann perfekt eigentlich. Dann hätten wir alle Wettbewerbe in diesem einen Part erledigt, bis auf Normalklasse. Aber Normalklasse schafft ja jeder, muss ich sagen. So, ich mache jetzt mal ein Save State, um sicher zu gehen, weil es ist ziemlich schwer, so einen Wettbewerb zu schaffen.
Okay, und jetzt haben wir Masterklasse in Sega Soul City mit unserem coolen Voltenzo. Auf geht's nach Sega Soul City! Superklasse, Hyperklasse, Masterklasse ist es. Masterklasse. Extra eine große Wettbewerbshalle dafür. Ja, Coolness, ja, komm, jetzt nehmen wir unser Voltenzo und los geht's. Ja, ich weiß, dass ich die Nummer 4 bin, bin ich doch immer. Warum bin ich immer die Nummer 4? Ich will nicht die Nummer 4 sein. Da fühle ich mich schlecht. Okay, ihr seht, das Stadion ist randvoll. Masterclass ist halt eine spannende Angelegenheit. Leckball. Oh nein, an dieses Leckball kann ich mich erinnern. Okay, was kommt jetzt? Wohin genau? Wohin genau? Ja, wohin genau? Wo willst du hin? Gerade von Jasmin, ein Garados. Und ich muss mal kurz meinen Gürtel ausziehen. Ist gerade ein bisschen eng hier. So, okay. Los geht's. Lass die Show beginnen. Wir haben wenig Publikumsapplaus bekommen am Anfang. Anscheinend hatten die unsere Konkurrenten bessere Riegel ihren Pokémon gegeben. Wir haben ja nur, ja, die genommen, was wir gemixt haben. Okay, jetzt müssen wir ganz hinten sein. Ja, ganz hinten sind wir auch. Schade eigentlich. Ich muss an erste Stelle kommen, das heißt, Ruckzuckhieb. Er setzt Regentanz ein, der will eine Kombi machen, habe ich das Gefühl. Mit Hydro-Pumpe wahrscheinlich. Das ist eine beliebte Kombi, Regentanz mit Hydro-Pumpe. So, Leckball kommt dran. Und der schützt sich. Warum will er sich schützen? Ich frage mich, was wohin genau solche, was wohin genau für Attacken kann. Das, er schützt sich auch, als ob ich den verschrecken lassen würde. Die haben alle Angst vor meinen Voltenzo. Es sieht doch gar nicht gruselig aus. Ich will doch nur an erster Stelle. Siehst du, ich will euch nicht verstecken. Jetzt habt ihr eure Herzen verschwendet. Die ihr hättet bekommen, hättet ihr eine andere Attacke eingesetzt. Aber naja, jetzt sind wir hier mit unseren Sternchen an, mit unseren Herzchen an erster Stelle und setzen jetzt Schockwelle ein. So, aber Garados wird das Hydro-Pumpe einsetzen und sich dann vor uns wieder schieben, fürchte ich. Dort ist nicht gut. So, was macht er wohin genau? Er setzt Bodyguard ein und schützt sich. Warum schützt er sich nur? Ich verstehe die Taktik von wohin genau nicht. Naja. Und er... Zu blenden, das verstehe ich jetzt nicht gerade. Naja, gut. Und da, die kommt jetzt mit Hydro-Pumpe. Jede Wette, jawohl. Kriegt 4 Sterne plus Kombi-Punkte. Das sind weitere 3 Sterne, glaube ich. Oh, 4 Sterne, scheiße. Die Taktik ist besser, als ich dachte. Naja, eine beliebte Taktik, wie ich halt sage, ne? Okay, ich muss jetzt, soll ich riskieren? Ich setze Donnerblitz ein, ich muss punkten. Außerdem sind wir eh mit dem Herzen an erster Stelle. Da müssen wir keinen Rucksack mehr einsetzen. Scheiße, jetzt kann irgendeiner die Publikumsbegeisterung bekommen. Gardi versucht wieder eine Kombi vorzubereiten mit Regentanz und Hydro-Pumpe. Was? Warum kriegt er so viel auf Regentanz? Ah, wahrscheinlich weil ich... Oh Gott, wahrscheinlich weil ich die Donnerblitz-Attacke verwendet habe. Ha! Er verschreckt ihn! Sehr schön! So stelle ich mir das vor. Und! Hä? Wie, er schaut ihn nicht mal an? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich dachte, es gibt Minuspunkte. Abgangsbund? Was bringt das? Okay, er macht Selbstmord, kriegt dafür sehr viele Bonuspunkte. Eine recht dumme Taktik. Okay, ein Gegner weniger. Wohin genau ist down, sage ich einfach mal. Und kann nicht mehr gewinnen. Das heißt, jetzt sind nur noch 3 im Feld. Oh Gott, und jetzt da kommt unsere Kombi. Schockwelle. Könntest du gar eine Kombi geben, weil wir ja vorher noch Donnerblitz eingesetzt haben? Bitte, ich will eine Kombi. Nein, keine Kombi. Oh, schade. Wäre aber schön gewesen. Und jetzt kommt Hydro-Pumpe wieder von Garadi. Ich glaube, Garadi wird gewinnen. Weil Garadi kann so
Hä? Keine Kombi? Na gut. Soll mir recht sein. Sternschauer! Yay! Er will an die Spitze. Quatsch. Ah, jetzt kriegen. Ah, geil! Ah, wir kriegen Publikumsbegeisterung in der nächsten Runde. Das heißt, wir können diesen Wettbewerb gewinnen. Ah, oh, geil! 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 Muss punkten! Okay, ein letztes Mal, die letzte Attacke. Wenn alles klappt, werden wir gewinnen. Okay. Donnerblitz. So, und jetzt Publikumsbegeisterung. Plus 5. So, ich glaube, wir gewinnen das Ganze. Nein! Verschreck mich doch nicht! Was habe ich dir getan? Er mag mich nicht. Du musst aussetzen und ich wette, Leckball setzt jetzt Explosion ein. Ganz am Ende, jawohl. Killt sich dadurch auch. Aber ob das reichen wird, werden wir gewinnen. Ich meine, Garadi hat sehr viele Punkte gemacht. Ah, ich glaube, das müssen wir gewonnen haben. Wir haben einen ziemlich hohen Vorsprung. Die Bewertung ist auch hiermit beendet. Ja, ja, komm, hör auf zu quasseln. Ich will das Ergebnis sehen. Wir alle wollen das Ergebnis sehen, ob ich gewonnen habe. Ich weiß, ob wir gewonnen haben. Ich meine, wir haben am Anfang wenig Punkte gemacht. Die anderen aber haben Punkte gemacht und wir haben wenig Punkte gemacht. Eieiei. Hoffentlich kriegt Garadi am ersten Durchlauf nicht so viele Punkte. Das wäre eine Katastrophe. Oh Gott, ich habe sehr viele Punkte gesehen, die irgendeiner bekommen hat. Jetzt aber. Reicht das? Reicht es? Oh Gott. Spannung. Und? Yes! Ach Gott, ist Voltenzo nicht cool. Ja, leck mich am Arsch. Ich hab's noch nie hintereinander, dreimal hintereinander geschafft. Boah. Premiere hier. Oh, Masterklasse, her damit. Ich will das haben. Boah, ich hab's noch nie dreimal hintereinander geschafft, Leute. Premiere hier in diesem Let's Play. Boah. Und jetzt kommt das Schönste. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe dein Pokémon gezeichnet. Zum Andenken an deinen Sieg. Nun, der Auftritt deines Pokémons war so fantastisch, dass er mich zu einer künstlerischen Hochleistung anspornte. Siehst du? Hey, das ist doch cool, oder? Unser Voltenzo ist halt das coolste Pokémon der Welt. Was meinst du? Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden, aber gefällt sie auch dir? Eine Arbeit dieses Formats würde sich bestimmt gut in einem Museum machen. Ach, es gibt ein Museum? Nein, was? Das nach neuen Gemälden sucht? Meinst du, ich sollte das Bild anbieten? Natürlich! Nein, wirklich? Dann werde ich das Bild sofort dorthin bringen. Ich werde ihm einen angemessenen Titel geben. Ich hoffe, es gefällt Ihnen und Sie werden es ausstellen. Bitte schau es dir mal an, wenn Sie es ausgestellt haben. Vielen, vielen Dank. Ah, oh, besser kann es gar nicht mehr laufen, Leute. Oh Gott. Oh, richtig. Da ich dein Pokémon malen dürfte, möchte ich dir dieses hier gerne geben. Ein Band, okay. Okay, man sieht sich. Hat unser Voltenzo jetzt 5 Bänder? Ich schaue es mir schnell an. Voltenzo hat 5 Bänder. Ja, 5 Bänder. Das ist nur einem richtig coolen Pokémon wert. Boah. Wer ist hier der Wettbewerbsking? Ich bin hier der Wettbewerbsking. Okay, ich will jetzt hier nicht zu viel angeben. Sonst wird hier jetzt noch zu viel geflamed. So, schauen wir schnell unser Bild an. Und dann beende ich diesen Part auch schon. Ach, wie schön. Ich freue mich. Ich freue mich. Ach, schön. Ich dachte, wir bauen da jetzt mehrere Parts dafür, bis wir die Masterklasse geschafft haben. Aber es lief alles besser, als ich mir vorgestellt hätte. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass wir das alles sofort beim ersten Part schaffen. Ach, wie schön. Dank dir konnten wir ein neues Gemälde für unsere Kollektion erwerben. Ich habe gehört, so stellt dein Pokémon, das stellt dein Pokémon dar. Wirklich einzigartig. Vielen, vielen Dank. So, können wir es uns anschauen? Ja, ein Bild eines Pokémons. Das anbetungswürdige Pokémon, Voltenzo. Yeah. Also das ist doch cool, Leute, oder? Uiuiui. Okay, was machen wir im nächsten Part? Ich würde sagen, wir haben alles durch. Wir haben Wettbewerb durch. Wir haben alle Trainer besiegt. Wir sind reif für die Pokémon-Liga. Aber zunächst müssen wir die Siegstraße machen. Und die befindet sich hier. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Ich glaube, dann muss ich einen XXL-Part wieder machen. Eieiei. Okay. Ich heile schnell meine Pokémon. Dam, dam, dam. Okay, Leute, dann mache ich mal jetzt Schluss. Und dann sage ich bis zum nächsten Part, Leute. Wir betreten die Siegestraße und die Pokémon-Liga.
Ciao, Leute.